Hier ist Marco Frank in seinem Element. Mein hochverehrtes Publikum, Menschen, Tiere, Sensationen. Werden Sie Clown, werden Sie Kind. Die Show beginnt! Endlich wieder. Denn im März hieß es Schluss, Ende aus, keine Vorstellungen mehr wegen Corona. Wir sind eine Zirkusfamilie. Meine Kinder sind die 8. Generation. Wir machen auch keinen Zirkus, um zu leben. Wir leben, um Zirkus zu machen. Weil am Anfang, die ersten 6 Wochen, die waren, ich habe mich nur im Bett gewälzt und konnte nicht mehr schlafen. Die Zirkusfamilie Frank und ihre 40 Tiere hingen in Offenbach fest, ohne Einnahmen. Ja, die größte Sorge war, den Zirkus an Leben zu erhalten, bis es endlich wieder heißt Manege frei. Ne? Aber wie man sieht, bis jetzt ist es uns ja erstmal geglückt. Also wir haben die Zeit eigentlich ganz gut überstanden, aber ja nicht alleine, sondern wirklich mit der Bevölkerung aus Offenbach, die da wirklich sehr, sehr viel zu beigetragen haben. Als die Menschen in Offenbach gemerkt haben, die Zirkusfamilie braucht Hilfe, kamen die Menschen, spendeten Geld und Futter, wie Andrea Ortwein. Ich wusste, dass der Zirkus hier ist und wusste, dass er gestrandet ist und wusste, dass er keine Vorstellung geben kann und wusste, dass Futterspenden erwünscht sind und habe dann gefragt, was gebraucht wird. Und da ich beim Foodsharing auch tätig bin und Essen abhole, das bisschen bessere Essen geht an Bedürftige, was ich verteile und alles andere, ich komme so 3-mal die Woche, 4-mal die Woche und bringe eigentlich immer Fressen. Zwischen den Offenbachern und der Zirkusfamilie sind Freundschaften entstanden. Weil wir in der Corona-Zeit ganz oft hier waren mit den Kindern, mit den Enkelkindern, weil uns das viel geholfen hat, die Zeit zu überbrücken, wo man nicht so raus konnte. Kein Zoo, war alles zu. Und so sind wir hier drauf gekommen, das erste Mal. Und ja, regelmäßig, unregelmäßig, immer mal hier. Es war schön für die Kinder, schön für uns rauszukommen. Und dank der Hilfe hat die Zirkusfamilie Frank die Zeit überstanden, konnte alle Tiere behalten. Ja, also einfach nur Glücksgefühle, dass man zum Teil auch fast in Tränen nahe war oder eben auch das eine oder andere Mal geweint hat vor Rührung, weil die Leute wirklich so mitgefühlt haben und auch ganz, ganz viele da sind, die von Anfang bis jetzt noch hinter uns stehen und jede Woche kommen und fragen, wie geht's euch und wir haben was für die Tiere mitgebracht. Und also es ist ganz, ganz toll. Also man fühlt sich nicht vergessen auf jeden Fall. Und deswegen hat sich Familie Frank etwas ausgedacht. Eine Dank- und Abschiedsveranstaltung. Ne? Wir machen das den ganzen Monat, weil wir wollen die Leute zeigen, dass wir das nicht als selbstverständlich sehen, dass die uns jeden Tag haben geholfen. Dass wir da uns auf die Art und Weise bedanken wollen, das können wir halt. Unseren Zirkus, die Artistik. Und wäre uns jetzt peinlich, jetzt dafür Geld zu verlangen. Jetzt öffnet der Zirkus, um Danke zu sagen. Immer Freitag bis Sonntag bis Anfang November. Mit Masken, Abstand und Hygienekonzept. Statt 400 Leute dürfen nur 120 ins Zelt. Das ist ja alles, ne? Dafür machen wir das alles. Die ganzen Schwierigkeiten nehmen wir auf uns und die ganze Arbeit, um für den Moment 1,5 Stunden in Rampenlicht zu stehen. Das war genau so, wie wir aufgehört haben und man war down, ist man jetzt wieder da. Ne? Ich kann auch jetzt die letzten 3 Tage wieder gut schlafen, ne? Weil man merkt, dass man doch dass alles noch da ist. Ne? Der Zirkus Barus ist noch da. Und das ist auch der Hilfe der Menschen in Offenbach zu verdanken.